So, wir kämpfen gegen XTZ. Wir haben hier Heavy, einmal Quick Supply, Marksman, Supply. Ich nehme mal den Marksman. Gegen Sledges und Arclights und er ist Elite. Okay. Wir alle wissen, was zu tun ist. So. Dann sind es noch zwei Marksmen, oder? Den nach links und die eher innen. Und dann rein. Und hier haben wir ja noch zwei. Die können wir dann hochkant stellen. Die können dann... Alter. Ah. Okay, jetzt aber schnell. Da kommen sie, die fiesen Crawler, die Level 2 Dudes. Komm, Freunde, mehr. Also Range. Auf jeden Fall Range. Gucken, ob vielleicht. vielleicht kann ich ja mein Carry Marksman. Ein patentiertes Carry Marksman Konzept an den Start bringen. Bis ich dann ganz am Ende gegen einen Carry Airsman verwandle. Kein Problem. Nicht den Boss! Ach, der Boss war. Schwierig, sad, nein. Okay, Schluss. Also. Steht hier irgendwas gut? Not for me. Die Wespen sind sehr gut für mich, aber auch sehr gut für ihn. Machen wir es mal so. Ja, ich würde natürlich jetzt sehr gerne den Wespenspawn hier irgendwie umgehen. Vielleicht können wir das mit einem Sidewinder machen. Weil er wird mir so dermaßen in die Flanke fallen. Kannst du gar nicht vorstellen. Range für die Marksman habe ich mir natürlich gewünscht. Hier mehr Kleinkram. Oder late ein bisschen. Ich mach die mal late. Man weiß ja nie. Okay, keine Wespen. Er haut hier direkt so rein mit denen, ne? Gut, hier das Sidewinder-Manöver hat super funktioniert. Er hat jetzt schon Level 3 Crawler, ne? Wahnsinnigen. Weiter. Freunde, einfach ein bisschen die Lane. Schneller. Jetzt noch schneller rüber, bitte. Und dann noch schneller runter, bitte. Nein, okay, der Sieg. Doch, der ist gut für mich. Sehr schön. Aber es wird wahrscheinlich nicht reichen für die Kollegen. Nein, warte. Warte, ey, sie müssen es ja noch machen, ne? Sie müssen es noch machen.
Ich würde ihn nehmen hier erstmal. Ich weiß, da war auch noch das UFO. Hier für die rechte Seite nehmen wir ihn auch noch direkt mit. Und ich meine, die sind ja schon schnell. Vielleicht können wir das auch mit einem UFO machen. Ne? Das ist auch wieder. Ich probiere jetzt wieder aus. Ne? Schwierig. Das ist schwierig. Die sind auch einfach stärker, ne? Die wahnsinnigen. Ja, ich dachte mir, dass wir den ja mit diesen Geschützen boosten können oder eventuell auch mit D-Gen hier und dass er die schon mal aus dem Spiel nimmt. Unfairerweise, man muss ja gegen Elite unfair vorgehen. Fies. Sterben die denn? Ja, doch. Die Level 3er gucken hier. Auch. Ah, guck mal, das funktioniert ja richtig gut. Das muss ich mir merken. Das finde ich ja gar nicht so schlecht. Aber die beiden sind natürlich jetzt wieder, die machen jetzt das Gleiche. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich mache oft auf die Einheit und habe schon einen auf dem Feld und dann machen wir drei Einheiten das Gleiche. Alles dann verschwindet. Da kommt auf jeden Fall er hier zum Einsatz, weil ich lasse ihn ja gerne droppen irgendwo. Hier. Also ich lasse ihn ja immer gerne irgendwo drauf droppen, um es genauer auszuformulieren. So, er wird bestimmt hier irgendwas hinhauen, was dann dagegen ganz gut ist, nehme ich mal an. Jetzt ist die Frage, lohnt sich die Range hier überhaupt? Jetzt habe ich gar nicht so richtig geguckt, was so geht. Den würde ich gerne mal aufhalten. Zunächst einmal. Reichweite wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Aber ich muss auch gucken, Kollegen auf Level. Oh, hier so ein. Aber ich brauche mehr Kleinscheiß, ne? Komm. Das hat ja funktioniert. Und ich will auch nicht, dass sie von links kommen später. Rechte Flanke ist wenigstens halb gedeckt. Macht der hier irgendwas? Da kommt der Rhino. Funktioniert der Drop hier? Passt. Passt. Oh, aber der hält dich trotzdem auf. Aber hier nicht. Da sind die zu schwach für, oder? Na, vielleicht schafft das UFO. Okay. Machen die Balls was? Ah, dass ich immer richtig schön einen kassiere auf der linken Seite. Tja, der Drop hat es hier nicht gebracht, ne? Der hat auch nicht gesessen, muss man dazu sagen. Zieht halt ganz gut durch, ne? Der macht sein Ding. Mal schauen. Noch ein Drop. Aber das bringt's ja nicht. Sei nicht treffe, ne? Das hat aber alles so. Oh, Absorption-Modul, vielleicht hier. Komm. Probier's mal. So, hier darf auf jeden Fall nichts durch.
Dann kann ich ihn auch direkt upgraden, aber habe ich jetzt keine Einheiten gebaut. Ist ja auch Mist. So viel dazu. Nicht so geil gelaufen. Hat er nicht so gut gemacht. Scheiße. Könnt ihr die auch mal upgraden, ja? Die machen ja irgendwas jedenfalls. Ja, der Boss wird einfach bossiger. Ufo. Jetzt hätte ich gern Anti-Air, aber das habe ich gegen Elite ausgetauscht. Guck mal, wie sie nachlaufen. Also das ist echt geil hier. Echt gut geregelt. Aber so im Endeffekt brauche ich eigentlich einfach nur hier nochmal ein paar Damage-Dealer, ne? Wenn ich noch lebe. Ja, dann nehme ich doch lieber die Fortress als Damage-Dealer, weil die kann ich ja dann noch aufrüsten. Ich habe hier nochmal Anti-Air, was jetzt hier natürlich nicht so geil ist. Ich würde sagen, das nehme ich mit. Und kaufen wir hier vielleicht auch noch Fortress. So. Und er hier, er ist natürlich problematisch. Warte mal, 200. Ich könnte jetzt noch ihn kaufen. Oder ablenken nochmal. Nee. Hier war nochmal so ein paar Late Dudes. Die können den hier wieder machen. 27. Da kann ich vielleicht später dann Elite draus machen. Und die date ich einfach mal ab. Ich weiß es aber gar nicht warum. Mal schauen. Die Gen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Reichweite. Guck mal, Reichweite, weil die gemacht werden. Und hier fehlt noch Kleinscheiß. Hallo Leute, nach links bitte. Oh, 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 das schaffen die hier nicht. Alter. Okay, 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 ich verstehe. So viel zu den Damage-Dealern. So viel zu den Damage-Dealern, dann kriegst du das auch hier. Ihr kriegt Reichweite. Upgrade. Upgrade auf jeden Fall. Frage ist, was machen die Dudes hier? Ich glaube, ich mache mal den wieder. Kein Bock auf die. Ich würde sagen so, ne? Das müsste dann gehen. Die können hin und her laufen. Hier ist ein Boss, ne? Und ich muss eigentlich leihen. Und würde hier gern auf jeden Fall Range nehmen. Und vielleicht noch ein Upgrade. Oder
Hier ein Schild. Ja, machen wir hier ein Schild rein. Wird da irgendein Scheiß passieren? Ne? So, die aus dem Spiel nehmen. Tschüss, alle weg. Sehr schön. Ist mir egal. Ich wollte sowieso nicht gehen. Na, ah, der lockt hier ein. Der ist sofort weg hier wegen ihm. Zu wenig Kleinscheiß wieder, oder? Ich darf den jetzt nur nicht verlieren hier. Er lockt einfach hier ein, ne? Er könnte so viel Shit machen. Er könnte so viel Shit machen. Und jetzt ist der Tower wieder weg. Er darf nicht einloggen. Scheiße. Habe ich jetzt schon verloren wahrscheinlich, ne? Oh Gott. Oh no. Aber auch wie beim letzten Game habe ich das Gefühl, mein Überblick wird ein bisschen besser. Ein bisschen größer. Oh, ich lebe noch. Guck mal. So viel zum Überblick, ne? So. Können wir jetzt hier so einen brachialen Durchbruch wagen? Das ist eine coole Sache. Oder einfach Raketen. Ich habe eine Idee. Ich mache jetzt was ganz... Ah, Explosion habe ich gar nicht drin. Explosion habe ich gar nicht drin. Shit. Tja. Dann machen wir das doch so. Mit Wirbelwind. Er hat jetzt auch wieder einen Drop. Oh, und ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Was soll ich tun? Boah, scheiße. Meinst du, das geht? Ja, hat er gemacht. Geil. Hat funktioniert. Ey, Leute, ihr müsst ihr jetzt machen hier, ne? Und ihr müsst einfach durchbrechen, bitte. Ihr müsst nur halten. Mehr müsst ihr nicht tun. Nur halten. Und du musst zuschlagen. Geil. Zwei Sachen haben funktioniert. Und er lockt wieder hier, ne? Als ob er hat nichts Besseres zu tun, als sich hier einzulocken. Oh no. Oh no. Aber er sieht besser aus, wenigstens. Er sieht besser aus. Aber ich habe trotzdem verloren, ne? Ja. Oh no. Ach, GG. Sieht nicht gut aus. Ich glaube, ich habe verloren. Ja, trotzdem abonnieren, Freunde. So sieht es nämlich aus, weil ich komme nämlich zurück. So sieht es aus. Oh, 988. Ich komme trotzdem zurück. Tschüss.